Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Christian Jakob, ich bin Redakteur bei der Taz hier in Berlin. Ich schreibe viel über Migrationspolitik und werde hier moderieren. Es ist kein Zufall, dass diese Veranstaltung so prominent im Zeitplan der diesjährigen Republika angesiedelt ist. Es ist eine Zeit großer Dynamik in Sachen Migration und Migrationspolitik. Und es ist eine Zeit mindestens ebenso großer Paradoxien in diesem Feld. Es ist so, dass Europa weiterhin daran festhält, ein Raum des Schutzes, der Solidarität, der Offenheit zu sein, offene Grenzen für Flüchtlinge zu haben und gleichzeitig sich konsequent weigert, eine Antwort darauf zu geben, wie Flüchtlinge hierher kommen sollen, wie sie diesen Schutz in Anspruch nehmen sollen. Nach den erschreckenden Bootsunglücken in den vergangenen Wochen war es so, dass es einen öffentlichen Aufschrei gab, dass es viel öffentliche Empörung gab, dass der Handlungsdruck auf die EU stark gestiegen ist und sie sich gleichzeitig konsequent geweigert hat, etwas dagegen zu tun, dass auch in Zukunft Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sterben. Es ist eine enttäuschende Veranstaltung gewesen, dieser europäische Gipfel in der vorvergangenen Woche, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs versammelt haben, um darüber zu beraten, was man tun kann. Gleichzeitig ist der öffentliche Unmut in dieser Frage immer stärker angestiegen. Es gab Umfragen in der vergangenen Woche, dass eine Forderung, die früher immer sehr radikal daherkam, nämlich ein legaler Zugang für Flüchtlinge nach Europa, dass die mittlerweile auf große Zustimmung in der Bevölkerung trifft. 75% der Deutschen fänden es gut, wenn ein solcher Zugang beispielsweise mit Fähren eingerichtet würde über das Mittelmeer. Es ist so, dass im Moment so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Es haben sich die Zahlen der jährlichen Asylanträge in der Zeit von 2007 bis zum vergangenen Jahr ungefähr verzehnfacht, von 17.000 auf 170.000. Möglicherweise wird sich diese Zahl auch weiter erhöhen. Möglicherweise wird sie sich in diesem Jahr sogar verzwanzigfachen, was die Frage aufwirft, wie Deutschland, wie die deutsche Gesellschaft damit umgehen will, umgehen soll und umgehen muss. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben vier Gäste. Ganz außen Vassilis Tsianos. Vassilis Tsianos ist Soziologe an der Universität in Hamburg, ist No-Border-Aktivist der ersten Stunde, ist Mitbegründer des Netzwerks Kritische Grenzregime-Forschung, ist einer der Gründer der Organisation oder der Initiative Kanak-Attack, die vielen vielleicht noch ein Begriff ist. Ferda Ataman, ehemalige Redakteurin von Spiegel Online und dem Tagesspiegel, heute Leiterin des Mediendienstes Integration, einem Kompetenzzentrum zu Migrationsfragen, das sich vor allem mit dem Mediendiskurs zu Migration beschäftigt. Mohammed al-Ashrafani in der Mitte hat im Juli 2013 Syrien, seine Heimat, verlassen wegen des Krieges dort. Dort hat er als Zahntechniker gearbeitet, war längere Zeit auf der Flucht und ist im Herbst vergangenen Jahres nach Deutschland gekommen, hat hier einen Asylantrag gestellt, wartet noch immer auf seine Anhörung und dann hoffentlich auf seine Anerkennung. Er lebt jetzt in Moabit. Und Katharina Mühlbauer, hier links neben mir, hat im Jahr 2013 die erste Flüchtlingssolidaritätsinitiative gegründet, Moabit hilft. Das war anlässlich der Eröffnung einer weiteren Notunterkunft für Flüchtlinge in Moabit. Daraufhin hat sich dann eine weitere Initiative herausgebildet, nämlich die Kontakt- und Lotsengruppe, speziell für Flüchtlinge aus Syrien, die beim Spracherwerb hilft, bei der Freizeitgestaltung, bei Amtsgängen, bei Arztbesuchen. Und Katharina Mühlbauer sagt, dass das Moabit hilft, das deutsche Asyl- und Flüchtlingsrecht leider nicht ändern kann, aber den Geflüchteten und Asylsuchenden das Leben in der neuen Nachbarinnenschaft etwas erleichtern schon. Darum soll es heute gehen, die Frage, was kann eigentlich die deutsche Gesellschaft tun, was sollte der Staat tun, was tut er nicht und was tut er doch. Vassilis Tsianos hat gesagt, er möchte heute auch über die Krise der Grenze sprechen, die Krise des europäischen Grenzregimes. Wenn 75% der Bundesbürger sagen, sie sind dafür, dass die Grenzen endlich geöffnet werden,
wenn der Druck auf die Politik so stark steigt, dass Deutschland nach langer, langer Verweigerung an der europäischen Asylarchitektur etwas zu ändern, sich dann jetzt in der vorvergangenen Woche doch gemüßigt gefühlt hat, zumindest rhetorisch an der Position etwas zu ändern. Ist das jetzt die Krise der Grenze? Ist das die Krise des europäischen Grenzregimes? Diese schöne Frage. Und vielen Dank für euer Kommen und für eure Aufmerksamkeit. Die Krise der Grenze und die Krise des europäischen Grenzregimes. Sagen wir so, es ist die zweite oder vielleicht die dritte große manifeste Krise des europäischen Schengener Systems. Das heißt, des Systems, welches die gesamte legale und illegale Mobilität im Schengener Raum organisiert. Die erste fing mit dem Kosovo-Krieg und mit den sogenannten Kontingentflüchtlingen, im Zuge dessen wir eine restriktive, letztendlich im Zuge dessen unser liberales Asylsystem, Paragraph 3, restriktiv verschärft wurde. Die zweite Krise in Verbindung mit dem sogenannten oder tatsächlichen arabischen Frühling 2011, wo das gesamte Schengener System auf der Ebene des mediterranen Raums in Krise geraten war, weil die sogenannten oder tatsächlichen Vertragspartner auf der Ebene der Migrationspolitik, Tunesien, Ägypten, Libyen, auch Algerien und Marokko, nicht mehr bereit und waren und fähig waren, ihre Auswanderung, das Auswanderungspotenzial zu kontrollieren. Das war eigentlich bis zu diesem Punkt de facto die ernstzunehmende, die wichtigste Krise der europäischen Grenze gewesen. Darauf hat die Kommission und der Rat vor allem mit einer weiteren Verschärfung der legalen Einreise beziehungsweise mit einer Militarisierung der Grenze reagiert und mit dem, was für mich extrem wichtig ist, nämlich mit der Abschaffung einer europaweiten beziehungsweise mit der Abschaffung der Legalisierungsoptionen auf der Ebene der Nationalstaaten. Dafür stand der Herr Sarkozy federführend. Viele Migrationswissenschaftler und Grenzforscherinnen gingen davon aus, dass dies der Höhepunkt der Grenze der Krise gewesen ist. Inzwischen haben wir einen weiteren oder einen neuartigen Höhepunkt erreicht. Und das ist sehr interessant, worin er besteht. Wir haben zum ersten Mal eine humanitäre Krise entlang der südeuropäischen Grenzen. Das heißt, de facto die südeuropäische Grenze, der mediterrane Raum, ist zu einer Zone einer humanitären Katastrophe geworden. Und gleichzeitig haben wir ein Aufwachen, ein Erscheinen und ein Aufkommen eines europäischen Gewissens, welches im Umgang mit der Kriminalisierung der Migration, mit der Einreiseverhinderungspolitiken, mit der Verschärfung, mit der Militarisierung der Grenze. Es ist das erste Mal, wo wir tatsächlich mit einer europäischen, mit einer Aufmerksamkeit, die gesamte europäische Gesellschaften inzwischen adressiert und von unten kommt. Und das ist sozusagen der positive Teil der Krise. Wir haben ein neues Bewusstsein. Du hast auch die Zahlen für die Akzeptanz erwähnt. Gleichzeitig aber, wir haben eine akute humanitäre Krise. Heute Morgen wurden in Griechenland 600 Leute gerettet. Gestern Morgen wurden 2000 Leute, die aus Libyen kamen, durch eine geniale Aktion der Ärzte ohne Grenzen, wo sie ein Schiff gemietet haben, um direkt zu intervenieren. Das ist der erste sozusagen, das ist für mich das erste Mal, wo Initiativen nicht nur auf der Ebene der der Zivilgesellschaft in Europa, sondern auch Initiativen ad hoc im Meer
ihren Anspruch auf humanitäre Hilfeleistung wahrnehmen. Insofern haben wir mit einer Krise zu tun. Es ist eine humanitäre Katastrophe und gleichzeitig sehe ich ein sehr, sehr großes Potenzial. Diese beiden Aspekte, die du genannt hast, das Erwachen des europäischen Gewissens und die humanitäre Katastrophe, das sind ja beides Dinge, die in der Form kein Novum sind. Die Menschenrechtsverletzungen und hohe Todeszahlen in Südeuropa gab es auch in vergangenen Jahren. Viele werden sich noch erinnern an das Schiffsunglück 2013 im Oktober und das zweite, das kurz danach erfolgt ist. Auch da gab es große öffentliche Empörung, es gab einen Aufschrei, es gab öffentlichen Druck auf die EU, nicht nur aus Südeuropa, auch aus Deutschland und den zentraleuropäischen Ländern. Was ist denn die spezifische Qualität der aktuellen Zeit? Was ist jetzt anders, was es nicht vorher schon gegeben hätte? Du hast absolut recht. Und das, was mich beunruhigt, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir uns langsam daran gewöhnen, dass wir mit einer Permanenz der humanitären Grenze an der europäischen Grenze zu tun haben. Das ist das, was mich beunruhigt als Mensch und als Forscher an der Grenze. Was ist das Spezifikum? Ich finde das Spezifikum, wenn ich es jetzt vorläufig definieren kann, ist das Folgende. Obwohl der Europäische Rat bis jetzt der Vertreter der Kernländer, der Interessen der europäischen Kernländer, die Dominanz, die politische Dominanz der Ausrichtung des Grenzsystems nicht in Frage ließ, sozusagen, haben wir plötzlich mit einer Sensibilisierung auf der Ebene der Europäischen Kommission und vor allem mit einer großen, ich würde sagen, Engagement seitens des Europäischen Parlaments. Das Europäische Parlament verlangt jetzt Lösungen und es hat auch damit zu tun, dass Parlamentarier viel mehr mit der Zivilgesellschaft agieren als der Europäische Rat, der ein Club sozusagen von Innenminister und Regierungsvertreter ist. Das ist für mich das Spezifikum, dass sozusagen das alte Akteure auf der Ebene der alte Migrations- und Kontrollpolitische Akteure auf der Ebene der Kommission und des Parlaments im Begriff sind, sich neu zu definieren, nicht radikal, aber es gibt eine eindeutige Verschiebung und es gibt inzwischen das öffentliche Bekenntnis dazu, dass wir endlich mal in irgendeiner Form diese Grenze und diese humanitäre Katastrophe, dass es möglich und denkbar ist, unsere Grenze, die eine tödliche Grenze ist, zu demokratisieren. Ich glaube, das ist so würde ich das Spezifikum versuchen zu definieren. Und ist das Problem des Parlaments, dass es in europäischen Fragen häufig sehr wenig zu sagen hat und viele Resolutionen mehr einen Appell oder einen bittstellenden Charakter haben, als dass sie tatsächlich politische Konsequenzen haben würden. Vielleicht sprechen wir kurz über die Zivilgesellschaft. Die Reaktion des Parlaments in der vergangenen Woche ist ja auch eine Reaktion auf eine geänderte Grundstimmung in den europäischen Metropolen, kann man vielleicht sagen. In der europäischen Peripherie war es ja schon sehr lange so, dass es keine Akzeptanz mehr für diese Grenzpolitik gegeben hat. Es gibt eine unglaubliche Liste von zivilgesellschaftlichen Initiativen, von alternativen Konzepten für das Dublin-Regime, von alternativen 10-Punkte-Plänen. Was kann denn eigentlich das zivilgesellschaftliche europäische Gewissen überhaupt noch tun, nach all diesen Eskalationen der Flüchtlingskrise auf dem Mittelmeer, die es ja schon gegeben hat? Welche Optionen bleiben da noch offen? Ich denke, das Allerwichtigste ist erstmal sehr pragmatisch mit der humanitären Katastrophe hier und jetzt umzugehen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir im Sommer mit weiteren solchen Katastrophen zu tun haben werden. Und wir haben das auch als Rat für Migration letzte Woche vorgeschlagen. Unser Vorschlag ist es, erstmal ein humanitäres und kontrollorientiertes Moratorium. Wir brauchen ein Moratorium im Umgang mit der Grenzkontrolle für die nächsten Sommermonate, um im Anschluss dazu alle beteiligten Akteure seitens der
Eurojust, Europol, Frontex, aber auch zivilgesellschaftliche Akteure, aber auch die Netzwerke und Familienangehörigen der Verstorbenen oder der Verlorenen, damit wir das evaluieren können. Das könnte ein neuer Start, ein Restart sozusagen einer europäischen Migrations- und Grenzpolitik sein. Ich glaube, ich habe aber deine Frage vergessen. Nein. Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, ja. Okay. Vielen Dank. Ferda Atermann, Sie haben sich viel beschäftigt, auch mit der Reaktion der Medien auf diese beiden großen Unglücke in den vergangenen Wochen. Und Sie haben gesagt, dass Sie sich wahnsinnig darüber geärgert haben, dass es wieder vor allem um Schlepper ging, dass der herrschende Diskurs, die Schlepper als Hauptverantwortliche dieser Tragödien auszumachen von den Medien, die Sie beobachtet haben, bruchlos mitgetragen wird, ungefähr so, als seien sie die verlängerten Pressestellen der Innenministerien. Ist es nicht aber auch so, dass die Medien in den letzten 2-3 Jahren eine viel stärkere Sensibilisierung für das Thema bekommen haben, dass man im Gegensatz zu früher nicht mehr sagen kann, dass da nicht hingeguckt wird? Ja, also man kann schon sagen, dass es besser geworden ist und wir arbeiten quasi täglich daran, dass Medien und insbesondere eben Journalistinnen und Journalisten, die Informationen bekommen, die sie brauchen, um gut berichten zu können und vor allem kritisch berichten zu können. Denn wenn sie selber keine Informationen haben, dann können sie am Ende nur Verlautbarungsjournalismus machen. Das ist ein Teil des Problems tatsächlich. Ich würde wahnsinnig gerne einmal kurz ins Publikum fragen, wer von Ihnen weiß, was das Dublin-System konkret bedeutet? Vielleicht mal Hand hoch. Okay, also es sind nicht alle, aber doch recht viele. Also vielleicht der Reihe nach. Ein Problem, das ich sehe, ist, dass, so, was du vorhin auch gesagt hast, Christian, 2007 waren es 17.000 Flüchtlinge und jetzt könnte sich die Zahl verdreißigfachen. Das ist zum Beispiel etwas, was Journalisten gerne machen. Sie nehmen eine Grafik, die fängt 2007 an und geht brutal steil nach oben. So. Das Ganze würde sich ändern, wenn man eine Grafik nimmt, die bei 1990 anfängt. Dann wäre die nämlich ganz weit oben und würde erstmal wahnsinnig runtergehen und dann wieder rauf. Sie geht runter, weil Deutschland, unter anderem Deutschland, sehr erfolgreich darin war, das Dublin-System zu implementieren. Also zuständig für den Asylantrag ist das Land, durch das die EU als erstes betreten wurde. Da habe ich schon 2 Probleme damit. Das erste ist, das klingt wie eine Strafe. Ihr seid schuld, dass sie reingekommen sind, also kümmert ihr euch auch um den Flüchtling und seinen Antrag. De facto hieß das, dass in Deutschland quasi eigentlich die Zahl bei null hätte liegen müssen, denn wer kann schon in ein Flugzeug steigen ohne ein Visum? Und so ist es dann eben auch gewesen. 17.000 ist quasi nichts. Und man hat sich eben darauf eingerichtet, so geht das jetzt die nächsten Jahre weiter. Und das müssten Journalisten wissen, wenn sie von Verdreißigfachung sprechen. Denn de facto heißt es nicht, es hat sich verdreißigfacht, sondern ja, es sind mehr Menschen auf der Flucht. Aber letztlich heißt es auch einfach nur, dass Deutschland jetzt mitmachen muss bei dem Ganzen und nicht wie vorher sich irgendwie abschotten kann und sagen kann, die da unten an den Außengrenzen, die sind schuld. So. Frage nach dem Schlepper. Die Schlepper. Ja, wir haben ungefähr, ich glaube, am Tag 1 nach diesem furchtbaren Unglück vor 2 Wochen, wo diesmal knapp 1000 Menschen sterben mussten. Offenbar ist das die neue Zahl, die bei uns schon wieder einen Reflex hervorruft, denn eine Woche davor sind 400 Menschen gestorben, was schon deutlich mehr war als in Lampedusa 2013. Und trotzdem, also es gibt ja auch so einen Abstumpfungsprozess. So. Und nach 1000 Menschen war es dann doch so, dass sich einige Politiker bemüßigt gefühlt haben, etwas dazu zu sagen. Unter anderem Sigmar Gabriel, der eben an Tag 1 danach sagte, ja, wir müssen uns um die kriminellen Schlepperbanden kümmern. Und diese Meldung kursierte. Und eine Woche lang ging es auch darum, wie kann man dieses kriminelle System, also das hat einen doppelten positiven Effekt. Zum einen kann man irgendwie Schuldige finden, die nichts mit uns zu tun haben, nämlich die kriminellen Schlepper. Und zweitens, wenn man an die rangeht, dann könnte man auch verhindern, dass die Leute herkommen. Also ein total an der Sache vorbeilaufender Diskurs. Denn warum gibt es die sogenannten kriminellen Schlepper? Erstens, jeder Mensch, der Flüchtlingen hilft, wird kriminalisiert. Das ist das, was Vassilis meinte mit Entkriminalisierung. Das heißt, wir machen das auch mit. Und zweitens, dass dann Leute dafür Geld verlangen und das durchaus auch auf unmenschlichen und kriminellen Wegen machen, das liegt halt daran, dass diese Menschen keine Alternative haben und darauf angewiesen sind. Und dass sie darauf angewiesen sind, darüber müssen wir reden. Wir haben jetzt viel über die Lage an den europäischen...
an den Außengrenzen, an den Rändern Europas gesprochen. Vielleicht können wir auch ein bisschen über die Lage hier in Deutschland sprechen. Sie verfolgen auch sehr wach, was die deutschen Medien über den Migrationsdiskurs in Deutschland schreiben. Sie haben es auch nochmal gesagt, die Zahlen haben sich verändert. Es haben sich ja noch mehr Dinge verändert. Die Zahl der Solidaritätsinitiativen ist wahrscheinlich noch stärker angestiegen als die Zahl der Flüchtlinge. Es gibt heute eine kaum mehr zu überblickende Zahl an Gruppen, an Einzelpersonen, die sagen, ja, wir finden es gut, dass die Leute kommen und wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass es denen hier gut geht, dass sie sich willkommen fühlen. Und auf der anderen Seite des gesellschaftlichen Spektrums ist zu beobachten, dass es eine sehr, sehr stark ansteigende Welle, kann man sagen, von Gewalttaten, von Übergriffen auf Flüchtlinge, auf Migranten und auf deren Unterkünfte gibt. Das ist lange nicht gleichzeitig verlaufen, aber in den letzten Monaten muss man sagen, dass es Zustände oder Dimensionen erreicht, bei denen viele Leute wieder an die 90er Jahre denken. Viele der Orte, mit denen das verbunden ist, werden Ihnen ein Begriff sein, euch ein Begriff sein. Gibt es da eine Wechselwirkung zwischen der Art, wie über Migranten gesprochen wird in der öffentlichen Debatte und der Art, wie Gewalt gegen sie ausgeübt wird? Also wie bei ganz vielen Sachen in diesem Bereich würde ich sagen, das ist noch nicht ausreichend erforscht. Deswegen kann man da jetzt nicht eine ganz einfache Antwort darauf geben. Aber Tatsache ist, dass Agenda-Setting, also das Thema, das gesetzt wird und das immer wieder wiederholt wird, bei den Leuten einen Effekt hat. Also Menschen laut Umfragen haben auch gerade das Gefühl, Migrationspolitik ist ein ganz wichtiges Thema. Das war ganz, ganz lange nicht so. Ist vielleicht jetzt auch der Grund, warum wir heute hier dieses Panel noch relativ kurzfristig einberaumt haben. Das hat natürlich damit zu tun, dass ein Thema plötzlich hochgehängt wird und dann wieder versinkt. Und ich wage mal die Prognose, in 4 Wochen ist das Thema auch erstmal wieder vom Tisch. Und dann gibt es auch keinen Druck mehr auf die Europäische Union und die ganzen Länder, irgendwas daran zu ändern. Sie haben gesagt, dass Sie sich wahnsinnig immer darüber ärgern, dass es viel Wissenslücken bei Journalistinnen und Journalisten gibt, die über Migration schreiben und dass deswegen sehr viel Falsches verbreitet wird. Jetzt könnte man die Frage stellen, die Art, wie über Flüchtlinge und Migranten berichtet wird, unterscheidet sich, würde ich behaupten, schon von der Art, wie das in den 90er Jahren war. Da haben viele gesagt, auch wenn es da vielleicht nicht in letzter Konsequenz erforscht war, es gab da eine sehr ungute Dynamik zwischen dem, was sozusagen von oben aus Seiten der Politik, aus Seiten der etablierten Medien gesagt worden ist und von dem, was auf der Straße dann abgelaufen ist. Diese Rhetorik gibt es ja so in der Form nicht mehr, würde ich sagen. Die ist nicht mehr salonfähig, die ist ein Stück weit tabuisiert, erfreulicherweise. Können Sie sich nicht sozusagen freuen, dass Sie sich nur noch über die Wissenslücken und die mangelnden Kenntnisse des Migrationsrechts ärgern müssen, als über die allgemeine Xenophobie früherer Zeiten? Also vielleicht erstmal fürs Protokoll und für die Aufnahme, ich ärgere mich nicht darüber. Ich habe sehr viel Verständnis dafür, dass Journalisten, die jede Woche über was anderes berichten, sich nicht mit der sehr komplizierten Materie auskennen. Aber es führt eben dazu, dass doch viele Fehler gemacht werden. Ein Beispiel: am Tag 1 nach dem Unglück vor 2 Wochen stand in der Süddeutschen Zeitung auf der ersten Seite, rund 900 Afrikaner sind ertrunken, weil das Schiff vor Libyen untergegangen ist. Wer aber auch nur ansatzweise eine Idee hat, wie Flüchtlingsbewegungen sind, weiß, dass da nicht nur Afrikaner in ein Boot gestiegen sind. Das nur mal als Beispiel, was ich meinte mit das Produkt oder das Endergebnis finde ich ärgerlich. Ich kann aber verstehen, dass sowas passiert unter Zeitdruck und unter Nichtwissen. Ich würde sagen, ja, der gute Wille ist ganz, ganz oft erkennbar. Und ich habe auch das Gefühl, dass viel weniger ablehnende Grundhaltung aus den Redaktionen zu verzeichnen ist. Also die Leute möchten gerne im Moment diesen humanitären Ansatz fördern. Problem ist aber, dass das, wie gesagt, sehr, sehr kompliziert ist. Und wenn man das Thema irgendwie Praktikanten machen lässt oder Anfänger, dann passieren eben diese Dinge. Und anders verhält es sich zum Beispiel mit Fiskalpolitik. Ja? Da wird kein Praktikant drauf losgelassen, weil man irgendwie denkt, das ist wichtig. Da muss irgendwie jemand ran, der hat Wirtschaft studiert und Ahnung von dem Thema und macht das seit 20 Jahren in der Wirtschaftsredaktion. Das ist leider bei Integration, Migration und auch Flucht und Asyl nicht der Fall. Da kann jeder ran, weil jeder kennt irgendjemanden, der irgendwie entweder Gemüse verkauft oder dessen Eltern mal irgendwann als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht können wir uns das Ganze auch nochmal aus der Binnenperspektive anhören. Mohammed Al-Ashrafani, Sie sind nach Deutschland gekommen als Asylsuchender, als Flüchtling. Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, wie es Ihnen ergangen ist?
Zuerst bin ich in Libanon gegangen. Und in Libanon bin ich vor 8 Monaten geblieben. Und es war das Leben in Libanon sehr schwer. Das ist unmöglich da. Dann ich musste nach Türkei gehen. Und in Türkei auch, es gibt viele Schwierigkeiten. Ich muss Türkei-Sprache lernen und es gibt kein Versicherungssystem für Flüchtlinge. Und ich musste dann nach Europa kommen. Dann bin ich mit Boot nach Griechenland gegangen und dann mit dem Auto von nach Deutschland gekommen. Wie lange hat das insgesamt gedauert, zwischen Ihrer, als Sie Syrien verlassen haben, bis zu dem Zeitpunkt, als Sie in Deutschland ankamen? Dauert ungefähr 8 Monate, ungefähr 11 Monate. Ja. Sie sind dann nach Deutschland gekommen und nach Berlin verlegt worden. Können Sie uns ein bisschen darüber sagen, wie Sie sich hier angenommen gefühlt haben? Ja, ich fühle, dass ich bin hier vielleicht willkommen. 90% von den Leuten, die habe ich gesehen, ich bin willkommen. Aber ja, und für mich, das ist sehr gut, was macht Deutschland für uns. Das ist sehr gut. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeit, auf Wohnung zu finden. Und ja, wir haben auch viele Freunde, der haben ein Problem mit Dublin 3 auch. Und das ist das große Problem. Und wir haben auch Problem, das größte Problem ist nicht hier in Deutschland. Unser großes Problem ist mit unseren Familien in Libanon oder Türkei. Da ist es sehr schwer, Leben ist sehr, sehr, sehr schwer. Ja, das ist ein großes Problem. Haben Sie Verwandte, die Sie gerne nach Deutschland nachholen würden? Haben Sie das vielleicht schon probiert? Ich verstehe nicht, was war die Frage? Ah, vielleicht ja, meine Familie, aber sie haben nicht the willing to come. They don't have the willing to come. But I hope that they and my family doesn't have meine Familie hat haben kein großes Problem wie die anderen Leute. Meine Familie wohnt mit meinem Bruder und es ist nicht so schlecht meine Familie. Ja. Sie warten mittlerweile seit 8 Monaten auf Ihre Anhörung durch das Asylbundesamt, obwohl Syrerinnen und Syrer eigentlich priorisiert sind und eigentlich in einem beschleunigten Verfahren ihren Asylantrag anerkannt bekommen sollten. Viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, beschweren sich oft darüber, dass es sehr, sehr undurchsichtig ist, sehr undurchschaubar und sehr kompliziert, diese Asylbürokratie, der sie ausgesetzt sind, zu durchschauen, damit umzugehen. Wie war das für Sie? Hatten Sie das Gefühl, ich weiß ungefähr, was ich tun muss, was mit mir passiert, wie die Perspektive ist? Oder war das für Sie wie eine Blackbox voller Ungewissheiten? Ja, es dauert ein bisschen lange Zeit. Aber für mich ist das nicht ein sehr großes Problem. Jetzt ich lerne Deutsch.
ich kann Deutsch lernen und ich lerne dort seit 5 Monaten. Und ich habe vielleicht keine Familie zu kommen von Lebanon. Dann ist es nicht, für mich ist es nicht sehr großes Problem. Die Leute, die haben Familie in die Familie in Türkei oder in Ägypten oder in Libyen oder in Libanon oder in Jordan auch. Die Leute, die haben die Probleme. Ja. Aber es ist besser natürlich, wenn ich meine Genehmigung bekommen. Ja, danke. Sie arbeiten jetzt? Ja, ich mache jetzt ich lerne Deutsch jetzt, aber ich habe ein Praktikum gemacht in einem Sammlerlabor. Und jetzt ich muss noch ein Praktikum machen am 14. Mai. Ja. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Katharina Mühlbauer, das klang jetzt alles leidlich vernünftig. Wie es Ihnen ergangen ist, Sie haben trotzdem sogar 2 Initiativen gegründet, um Menschen wie Mohamed Al-Ashrafani beizustehen, weil Sie sagen, es ist wahnsinnig schwierig für Flüchtlinge, die hierher kommen, und da bedarf es Support und Unterstützung durch die Zivilgesellschaft. Weshalb? Also zunächst möchte ich erwähnen, dass ich Moabit Hilft nicht gegründet habe. Also diese Lorbeeren gebühren wirklich anderen. Ich bin etwas später zu der Initiative dazu gestoßen, die sich im Kontext einer Eröffnung einer Notunterkunft in Moabit gegründet hat, und bin nun seit Ende des letzten Jahres, also nachdem ich ungefähr ein Jahr in der Flüchtlingsarbeit aktiv war bei uns im Kiez, dabei speziell eine Gruppe aufzubauen, gemeinsam mit der Initiative eines Berliner Künstlers, speziell für Flüchtlinge aus Syrien. Und das klingt sehr vernünftig und sehr geduldig, und das ist auch was mich jeden Tag wirklich mit großem Respekt erfüllt, weil ich das bei sehr, sehr vielen Menschen erlebe, nicht nur Syrerinnen und Syrer, sondern auch anderen, die mit einer großen Langmut und einer großen Geduld viele Dinge hinnehmen, viele Dinge für normal und einfach erstmal als teilweise auch angemessen erachten und mit einer wahnsinnigen Geduld im Hinblick auf das, was sie schon hinter sich haben, überhaupt hinnehmen und das durchstehen. Ich denke trotzdem, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir Solidaritätsinitiativen haben, dass wir vielleicht auch spezialisierte Gruppen nochmal haben, die sich um einzelne Flüchtlingsgruppen spezifisch kümmert, weil sie da besondere Kompetenzen haben, Sprachkompetenzen, besondere Netzwerke erforderlich sind, weil es tatsächlich so ist, dass wir die Situation haben, dass die Bürokratie, der Behördenwirrwarr, die Amtsgänge etc. sehr, sehr kompliziert sind, einfach das Leben auch in den Heimen sehr frustrierend sein kann, und ich schon denke, dass wir viele Flüchtlinge haben, die auch über ihre Rechte nicht Bescheid wissen, und dass wir zunehmend auch das Problem haben, dass diese Rechte, die es nun mal gibt, Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz etc., nicht mehr staatlich durchgesetzt werden. Also wir haben in Berlin mindestens seit dem letzten Jahr, wenn nicht schon länger, das Problem, dass die Behörden, die dafür zuständig sind, komplett versagen. Wir haben Menschen, die wir wirklich sehen, vor unseren Augen in den Straßen, die obdachlos werden, die zwischen Notunterkünften und Hostels hin und her irren, die nicht mehr grundversorgt werden. Asylbewerber, Flüchtlinge haben ein Recht auf Versorgung ab dem ersten Tag, in dem sie ankommen. Und wir haben gerade in der Zeit November, Dezember erlebt, dass wir wochenlang Menschen nicht mit dem nötigsten Grund versorgt hatten. Es gibt einen Anspruch auf medizinische Versorgung, es gibt einen Anspruch auf eine Art von Taschengeld und seien es Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel, damit ich nicht als erstes mal beim Schwarzfahren erwischt werde auf dem Weg in meine Notunterkunft. Wir haben immer noch Menschen, die in
Turnhallen leben in Berlin, obwohl wohl letztes Jahr mal der Satz gefallen ist, Turnhallen wird es in Berlin nicht geben. Und man hat noch etwas augenzwinkernd auf München und andere Städte geschaut, wo große Zelte aufgestellt wurden. Und das ist schon ein Problem, wo auch ehrenamtliche Initiativen oder Flüchtlingsunterstützer, ehrenamtliche Aktivisten an ihre Grenzen kommen. Vielleicht können wir gleich nochmal über die Grenzen der ehrenamtlichen Unterstützungsarbeit sprechen, aber vorher noch kurz eine andere Frage. Inwieweit glauben Sie denn, dass dieses Versagen der Behörden ein Versuch ist, Standards, Asylstandards, menschenrechtliche Standards durch die kalte Küche informell abzusenken, um eine Art abschreckenden Effekt zu erzielen, dass man sagt, naja, wir tasten sozusagen das Asylrecht in seinen Buchstaben nicht an, setzen es aber so unzureichend um, dass sich das hoffentlich rumspricht und den Leuten die Lust vergeht, nach Deutschland zu kommen? Also sozusagen der Versuch durch Missmanagement und Fehlkalkulationen Standards zu unterlaufen. Ja, wie viel Bewusstsein da dabei ist, wie viel politische Agenda tatsächlich da ist, ist schwierig zu sagen, weil die Gesetze an sich einfach schon sehr, sehr streng, sehr engmaschig sind und einfach schon mit dem Gesetz auf dem Papier wahnsinnig viel Zeit und Energie darauf verwendet wird, Menschen irgendwie zu verwalten, wie Stückgut hin und her zu schicken. Insofern ist es schwierig, einzelnen Akteuren da bewusstes Fehlmanagement zu unterstellen. Verwaltung funktioniert einfach auch anders. Also das habe ich in den letzten 1,5 Jahren auch gemerkt. Das sind einfach andere zeitliche Gesetze, die da offensichtlich teilweise herrschen. Aber ich denke, es ist schon zu erkennen, dass der politische Wille, einfach mal von einer Ausländerbehörde ein Willkommenszentrum zu denken, das wird noch sehr lange dauern. Ein Paradoxon auch. Ja, also man könnte das aber komplett anders denken. Man könnte die ganze Energie, die man darauf verwendet, Menschen in grundsätzlich eher marode Unterkünfte zu verfrachten oder wie Stückgut durch Europa zu schicken, nachdem man ihnen hier gerade versucht hat, ein bisschen Heimat zu geben. Wenn man diese ganze Energie, die schon an den Grenzen aufgewendet wird, die Menschen abzuhalten, genauso wie sie dann, wenn die Menschen angekommen sind, wenn man das einfach mal komplett umdenkt und sagt, das verwenden wir jetzt darauf, zu schauen, wie können wir hier alle zusammen leben, wie können wir dafür sorgen, dass es den Menschen hier gut geht, wie können wir sie nicht wie Kriminelle behandeln, sondern wie Menschen, die eine Zeit lang Unterstützung brauchen, dann wäre, glaube ich, schon viel passiert, aber es dauert. Frau Attermann, Ihnen ist auch was dazu eingefallen? Die Tatsache, dass heute die Behörden überfordert sind, hat damit zu tun, dass 2007, in diesen Jahren, als es eben 2007, 2008, 2006 fast keine Asylanträge gab, das komplette System in Deutschland runtergefahren wurde, was auch logisch ist. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ungefähr 1000 Mitarbeiter aus der Asylantragsbearbeitung rausgenommen und in die Integrationspolitik reingesteckt. Auch logisch. Und sämtliche Unterkünfte wurden dicht gemacht, weil wenn keine Menschen da drin wohnen, ist es wahnsinnig teuer, diese Dinger laufen zu lassen. Und Experten haben damals immer wieder darauf hingewiesen, mach das nicht, wir sind nicht vorbereitet darauf, wenn doch wieder Menschen kommen. Und das ist jetzt einfach der Fall. Das heißt, also ich glaube, man tut den Leuten, die damit arbeiten, auch Unrecht, wenn man ihnen vorwirft, dass sie das nicht wollen und deswegen nicht machen, sondern es ist auch einfach eine chronische Überlastung da aufgrund von Missmanagement vorher. Die Frage ist ja auch einerseits nicht, ob die unmittelbar an der Umsetzung beteiligten Verwaltungsmitarbeiter da eine Verantwortung tragen, sondern eher inwieweit da eine institutionelle Verantwortungslosigkeit eingerichtet wird. Es ist so, dass im Wesentlichen die Kommunen die Last zu tragen haben. Von allen öffentlichen Haushalten sind es die, die am schlechtesten dastehen. Der Bund, der im Moment eine sehr gute Haushaltslage hat, hält sich da weit zurück. Daran haben auch die Flüchtlingsgipfel, die da angesetzt worden sind, bislang kaum was geändert. Würden Sie da nicht sagen, dass es durchaus im Laufe der letzten Jahre die Möglichkeit gegeben hätte, das ist ja schon seit Jahren absehbar, die Zahlen gehen wieder hoch, die Infrastruktur parallel hochzuziehen und dass es sozusagen nicht einfach passiert ist? Also da würde ich wieder zurückkommen auf mein Thema. Es fehlte der öffentliche Druck und wir haben ja viele, viele Baustellen in Deutschland und nicht zu viel Geld übrig, zumindest wenn man wenn das stimmt, was gesagt wird, wir haben kein Geld übrig, wir brauchen Geld, es fehlt an allen Ecken und Enden, wir sparen überall, dann aus der Logik, finde ich, macht es erstmal Sinn. Und das heißt, man hätte
entweder auf die Experten hören müssen, die ein bisschen vorausgucken, oder man hätte öffentlichen Druck erzeugen müssen zu einer Zeit, wo eben nicht so viele Menschen ertrunken sind. Und das ist leider wiederum nicht in der Logik des Mediensystems. Also es wird wahrscheinlich auch in 4 Wochen erst wieder um Unterbringung gehen und gar nicht mehr um Außengrenzen, obwohl das genauso weiterlaufen wird wie jetzt gerade und Frontex ja im Grunde und der ganze Grenzschutz ja eigentlich jetzt gestärkt wurde wieder. Jetzt hat die Debatte in den letzten Monaten eine etwas eigentümliche Wendung bekommen. Verschiedene Repräsentanten auch der herrschenden Parteien haben sich zu Wort gemeldet und das so ein bisschen als gottgegebenen Zustand beklagt. Ja, es kommen sehr viele Flüchtlinge und ja, der Staat kann da irgendwie nicht hinterher. Die Kommunen wissen nicht mehr so richtig, was sie tun sollen. Und das gipfelte dann unter anderem in dem Vorschlag doch, dass Privatpersonen einen größeren Teil der Verantwortung übernehmen sollen. Zum Beispiel Flüchtlinge bei sich zu Hause in Privatwohnungen aufnehmen. Das sei ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch gegangen. Also warum nicht auch heute? Das hat ein bisschen die Frage aufgeworfen, all diese Solidaritätsinitiativen, die Unterstützungsgruppen, die es jetzt gibt, inwieweit sind die eigentlich der Ausputzer einer Flüchtlingspolitik, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, Frau Mühlbauer? Ja, das kann ab einem gewissen Punkt kann das passieren. Also die Vorstellung, dass wir jetzt mal gerade ein paar Plätze zu wenig haben und dann immer gerne in Diskussion gesagt wird, würden Sie denn die Leute bei sich zu Hause aufnehmen? Sehr, sehr viele Menschen tun das. Es ist tatsächlich so, dass viele Menschen ohne jegliche Unterstützung in Berlin leben, einfach durch das komplette Asylsystem durchgefallen sind und so weiter und quasi täglich Schlafplätze und neue, also die Grundversorgung sozusagen von Initiativen organisiert wird, aber das ist ja nur der Tropfen auf den heißen Stein. Also über die Menge an Menschen, die kommen, über die wir hier sprechen, dann ist es schön, einen Appell zu schicken, nehmen Sie die Leute doch privat auf, aber das kann ja auf Dauer nicht die Lösung sein. Es geht also neben dem, dass einfach wahnsinnig viele Strukturen und Initiativen und Netzwerke entstanden sind, die durchaus versuchen, das zu organisieren. Es ist nun aber mal auch nicht so, dass jeder Flüchtling sich dauerhaft wünscht, privat untergebracht zu werden und bei anderen Menschen auf dem Sofa zu schlafen, selbst wenn es ginge, sind übrigens auch zum Thema Privatunterkommen oder die Flexibilität von was wäre möglich, ist es teilweise gar nicht so einfach, private schnelle Lösungen zu finden, weil beispielsweise in den ersten 3 Monaten das Gesetz besagt, Flüchtlinge dürfen nicht in Privatwohnungen gehen, sondern sind verpflichtet, in Heimen und Unterkünften zu leben. Da können die Familie in der Straße nebenan haben, da dürfen sie offiziell nicht wohnen. Ja? Also der Ausputzer sind die Ehrenamtlichen dann, wenn staatliche Strukturen versagen und wenn die Rechte, die eigentlich durchaus existieren, mit Füßen getreten werden und dann quasi von der medizinischen Versorgung bis hin zur Unterkunft, bis hin zu der, ja, sag ich mal, Aufrechterhaltung von Mindeststandards in Heimen oder bei der Unterbringung einfach quasi nichts mehr ohne Ehrenamtliche läuft. Das ist ein Problem. Ja. Gibt es da für Sie sowas wie eine Grenze, wo Sie sagen würden, das kann nicht sein, das machen wir nicht, darum hat sich der Staat zu kümmern, das ist ausgeschlossen, dass da zivilgesellschaftliche Initiativen das ersatzweise leisten müssen? Also ich denke, man muss da deutlich die Grenze ziehen, natürlich sich gemein zu machen mit einer restriktiven Gesetzgebung. Ja? Also was ja viel die Aufgabe von Initiativen oder von Ehrenamtlichen jetzt wie mir und anderen ist, ist, dass wir ja eigentlich versuchen, einen Weg an den Gesetzen entlang oder durch das Gesetzeswirrwarr durchzufinden und eigentlich Menschen zu helfen, dass nicht das Schlimmste sie ereilt, was ihnen passieren kann. Also gerade zum Beispiel Dublin-Fälle, das ist die absolute Hölle. Da kommen sie ohne... kommt keiner ohne Unterstützung irgendwie durch, ja. Man darf sich einfach nicht mit den restriktiven Gesetzen und auch mit den Betreibern teilweise gemein machen. Also da muss man auch aufpassen. Als Hilfssozialarbeiter? Ja, genau. Also das ist eine schwierige Grenze manchmal, aber da muss man definitiv aufpassen. Ja. Es ist jetzt viel von Rechten die Rede gewesen, Rechten, die mit Füßen getreten werden, Rechten, die nicht umgesetzt werden. Rechte werden ja auch immer erkämpft, Vassilis Tsianos. Es ist zu beobachten, dass also ganz viel von den Schikanen, die 1993 mit dem
Asylkompromiss eingerichtet worden sind, die dazu geführt haben, dass die Zahlen in den Folgejahren so stark runtergegangen sind, bis fast gar keiner mehr gekommen ist. Das war ja nicht nur das Dublin-System, die Drittstaatenregelung, sondern es war auch eine Form der institutionalisierten Entrechtung, Ausschluss aus der regulären Sozialversorgung, aus der Krankenversorgung, die Residenzpflicht, all diese Dinge, die man gemacht hat, damit es möglichst unattraktiv wird, nach Deutschland zu kommen, damit den Flüchtlingen die Lust vergeht, hierhin weiterzuziehen. Und paradoxerweise ist in den letzten Jahren, in denen die Zahlen wieder hochgegangen sind, nachdem diese Maßnahmen Erfolg hatten, ist ein Teil dieser Dinge gelockert worden. Die Residenzpflicht ist relativ stark gelockert worden. Es gibt sie noch, aber es gibt sie nicht mehr in der Form wie bisher. Der Sozialleistungsbezug ist angehoben worden, verschiedene andere Dinge, Arbeitsverbot, ist einiges getan worden. Welche Rolle, Sie sprechen immer sehr viel in Ihren Publikationen von der Autonomie der Migration, von Flüchtlingskämpfen, welche Rolle würden Sie da den Flüchtlingen selber zuschreiben, die in Deutschland auf den Plan getreten sind, aktiv geworden sind und da viel von diesem Asylkompromiss der 90er Jahre zurückgedrängt haben? Ja. Während der ersten asylpolitischen Krise in den 90er Jahren und im Zusammenhang mit dem Kosovo-Krieg, wo wir ungefähr 400.000 Personen aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum nach Deutschland kamen. Wir hatten mit dem folgenden, mit einer interessanten, sehr paradoxalen Situation zu tun. Einerseits all das, was du beschrieben hast, absolute Verschreckung und absolute restriktive Handhabung der existierenden Gesetze mit einem abschreckenden Charakter. Kriminalisierung der Fluchthilfe. In der Zeit ist die Fluchthilfe in Europa mit Initiative von Deutschland, Österreich, interessanterweise auch von Holland, initiiert worden. Bis dahin hatten wir eine sehr liberale Handhabung im Umgang mit Fluchthilfe. Und gleichzeitig hatten wir die größte de facto Einwanderung, binneneuropäischen Einwanderung, die Deutschland die letzten 20 Jahre erreicht hat. Mehr als 400.000 Leute aus dem ehemaligen jugoslawischen Raum haben geschafft, sich mehr oder weniger hier niederzulassen, durchschnittlich für 10 Jahre. Womit hat es zu tun? Es hat einfach damit zu tun, A, mit der Beharrlichkeit und der Dringlichkeit des Migrationsprojektes. Also wenn man oder Frau im Begriff ist, gehen zu müssen, dann gibt es über keine Festung, keine Grenze, kein Minenfeld, den sie davon abhalten kann. Der zweite Punkt ist, diejenigen letztendlich, die dafür gesorgt haben, für die Porosität, für die Durchlässigkeit dieses restriktiven Niederlassungssystems in den 90er Jahren, waren die schon angekommenen Migrantenfamilien aus dem jugoslawischen Raum. Die jugoslawische Community, eine sehr unsichtbare, aber eine sehr starke Community in Deutschland, hat die Hauptlast der sozialen Integration dieser Leute getragen. Und das war sozusagen dieser transnationale Raum. Einerseits die Beharrlichkeit des Migrationsprojektes. Es gibt keine Alternative außer die Flucht. Andererseits die transnationale Verbindung innerhalb der eigenen Familien im Ankunftsort hat dafür gesorgt, dass mittelfristige Strategien der Überwindung dieser restriktiven und militarisierten Grenzen im unterwandert wurden. Man kann das buchstäblich sagen. Ich muss aber etwas dabei betonen. Man darf dabei nicht die Rolle der Kirchen in Deutschland, Kirchenasyl, sehr, sehr wichtige, einer meiner wichtigsten Erfahrungen in Deutschland ist nicht nur Border, sondern Kirchenasyl, eine der effektivsten Formen in einer skurrilen Zeit eigentlich. Es ist direkt nach der Pogrom. Zeit entstanden. Ein Teil der Demokratisierung
und der Etablierung einer Willkommenskultur in Sachen Asylpolitik in Deutschland hat damit zu tun, selbstverständlich mit dem Migrationsprojekt der Menschen und der damit verbundenen transnationalen Räumen, aber auch mit der Tatsache, dass ein Teil, damals noch minoritär, der Mehrheitsangehörigen in allen, mit allen denen zur Verfügung gestellten Mitteln diese Situation, diese ethische Zumutung nicht akzeptiert haben und dafür gesorgt haben, dass das sowohl rechtlich als auch auf der Ebene von Lobbypolitik, aber auch auf der ganz einfachen Ebene der Verhinderung akuter Abschiebungen. Die 90er Jahre war eine Zeit der Abschiebung in Deutschland. Diejenigen, die es geschafft haben, beziehungsweise der Grund, warum wir jetzt eine andere Situation haben, hat meiner Meinung damit zu tun, dass die Geflüchteten inzwischen ihren sozialen Protagonismus in Europa bereit sind, auch zu zeigen, sichtbar zu werden. Wir haben mit einem neuen sozialen und politischen Protagonismus der geflüchteten Menschen in Europa, in Lampedusa weigern sich die Leute sogar ihre Fingerabdrücke abzugeben, de facto. Und gleichzeitig aber Es hat in meinen Augen auch damit zu tun, dass in einer Zeit, wo es unvorstellbar war, Menschen in Not zu helfen, eine massive Unterstützung und auch Hintergehung existierender restriktiver Gesetze stattgefunden hat, wie Kirchenasyl. Und ich glaube, das ist die gute Botschaft. Es bleibt nur noch wenig Zeit, Ferda Atermann, wenn Sie eine Prognose wagen sollen. Die Flüchtlingszahlen gehen wahrscheinlich hoch, die fremdenfeindlichen Mobilisierungen, wie zu beobachten ist, nehmen zu. Gleichzeitig wächst das Ja, das zivilgesellschaftliche Ja zur Einwanderung, zur Migration. Wie wird die nächste Zeit verlaufen in der Hinsicht? Also das Thema wird mit Sicherheit noch wichtiger werden. Insofern wird es auch wahrscheinlich oder ich würde mal mit Sicherheit weiterhin Widerstand geben. Ehrlich gesagt, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass nicht auch Tote dabei sein werden in Deutschland. Also bislang ist es reiner Zufall, dass in den Häusern, also was ist reiner Zufall, aber bislang war es so, dass bei den Bränden in Asylbewerberunterkünften keine Menschen drin waren. Das war aber nicht immer so, weil die noch nicht eingezogen waren. Zum Teil war es auch einfach Zufall. Das heißt, wir werden auf jeden Fall eine Debatte über Rassismus führen müssen. Und ich denke auch, dass hier ganz viel Aufklärungsbedarf notwendig ist. Also es gibt immer wieder Belege oder sämtliche Kommunen, in denen es gut läuft, wenn ein neues Gebäude zu einer Unterkunft umfunktioniert wird. Immer dann, wenn es keine Probleme gibt, war es so, dass die Verwaltung, also der Bürgermeister, die Stadträte und so weiter, sehr viel Dialog mit den Bürgern gesucht haben. Und das muss intensiviert werden, dann braucht man von mir aus so einen Leitfaden, was muss ich als Bürgermeister tun, mein Gebäude, mein Schulgebäude wird jetzt umfunktioniert. Da denke ich, kommt einiges noch auf uns zu, gerade was diesen Blick, also ich sag mal, die Pegidisten integrieren und mitnehmen auf dem Weg, den wir jetzt in Deutschland gehen werden. Da wird noch viel passieren müssen. Vielleicht haben wir den Blick ja ein bisschen weitern können heute Vormittag. Die Zeit ist leider um. Vielen Dank, Ferda Atermann. Vielen Dank, Vassilis Tsianos, Mohammed Al-Ashrafani, Katharina Mühlbauer. Ihnen auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass Sie dabei geblieben sind. Und noch einen schönen Tag, schöne Tage auf der Republika. Dankeschön.